Wenn das Teil uns trifft, liebe Freunde, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Prince of Persia. Los geht's. Alter, fett in den Rücken, Mann. Shit. Junge, steh auf. Was war denn das? Alter, das hat mich richtig krass getroffen. Ey, normalerweise müsste ich eigentlich sterben, aber dem war wohl nicht so krass. Ach du Schande, ehrlich. Heftig. Hätte auch natürlich jetzt wieder die Zeit anhalten können, aber es war mir jetzt ein bisschen zu schade, ehrlich gesagt. Genau, falls ihr den Kanal natürlich nicht abonniert habt, dann abonniert schnell den Kanal. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos, weil ich lade nicht nur Gameplay Let's Play hoch, sondern auch ganz viele andere Videos. Oh, hier kommt ein Fight, 100%. Weg mit der Cam. Oh, doch nicht. Ich dachte, es kommt eine Zwischenszene oder so. Hi. Ihr dummen Eselviecher. Kommt her. Nix da. Zack. Junge, wie viele? Nix da. Ujo, das war ein krasser Finisher. Junge, diese Dinger sind heftig, Mann. So, wir warten nochmal hier und machen einen super Angriff. Boah, wie viele, Mann. Sand. Ich brauche Sand. Gebt mir Sand. Ich bin sandsüchtig. Aha. Hier müssen wir wohl rüber. So, da geht jetzt was auf. Aha. Aha. Das erklärt einiges. Wir wissen, glaube ich, was wir machen müssen. Zumindest wirkt es mir zumindest so. Los geht's. Es wird bestimmt auch ein Moment kommen, wo wir bestimmt auch die Zeit ein bisschen so, ich sag mal, anhalten können. Denke ich einfach mal. Also, mit anhalten meine ich ja wirklich so, ne? Mit anhalten meine ich wirklich anhalten. Oder also verlangsamen, Entschuldigung. Das meinte ich eher. Weil irgendwas auch auf Zeit gehen wird. Kann das Zusammenfügen der Medaillons das wirklich alles beenden? Das Zusammenführen der Medaillons glaube ich nicht. Auf mich gewartet hat? Er hat vielleicht einen besseren Plan als ich. Dieser eine Geist in der letzten Folge, das war richtig krass. War das in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwas war da auf jeden Fall. Ui. Oh oh. Oh Mann. Ah, die wurden hart getroffen. Tja, die Fallen scheinen ihren Zweck doch zu erfüllen. Die wurden hart getroffen. Autsch, Alter. Steh auf, Junge, steh auf. Steh auf. Ja, dann drehe ich jetzt lieber die Zeit zurück, wenn das so weitergeht. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh, was war denn das jetzt? Ich hätte zumindest ein paar Soldaten treffen müssen. Wo sind bloß alle? Boah, das war richtig knapp. Ja, die anderen sind wahrscheinlich alle tot. Meine Theorie. Die sind alle tot. So, RT, um den Hebel zu greifen. Ja, den Griff hier. Los geht's. Nein, das wollte ich nicht. So, mal zurück. Ich glaube, das war richtig, was ich gemacht habe hier. Und links-rechts-Sprung wahrscheinlich. Ja. Hätte ich mir gedacht. So, dann können wir hier rüber. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. So, und dann hier rüber wahrscheinlich. Wartet mal. Hä?
Wartet mal, Leute. Ich glaube, das hier muss auch noch hoch. Das sieht mir so voll danach aus. Hä? Das Tor. Da, die wollen auf jeden Fall durchs Tor, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wartet mal, ich habe eine Idee. Was, wenn ich diesen Hebel bewege? Was passiert dann? Aha, letzte Option hier. Ich muss auf jeden Fall hier lang. Das ist sowas von sicher. Und hier gibt es ein ähnliches Konstrukt. Würde ich jetzt sagen. Ja, hier. Ja, da geht es dann links hoch, genau. Da kommen die Prince of Persia-Erfahrungen hoch, Freunde. Vertraut mir. Das ist alles, was mit Erfahrung zu tun. Nein, es kommen Gegner rein. Gott, sind die verrückt. Das sind die lieben Soldaten. Die sind so gestorben. Oh oh. Hallo? Sag mal hallo. Greif mal einfach komplett an. Ich sag's dir. Oh jo, da kommen immer noch mehr. Ich frag mich ja irgendwann, wenn es... Alter! Oh, wartet mal hier. Und nochmal. Wie viele Zombies, Mann! Krank. Und das. Wow, ist der durchgeglitscht. Der ist ja richtig geglitscht. Der war komplett auf einmal am Arsch der Welt oder so, ohne Scheiß. Durchgeglitscht sein Urgroßvater. Da, das sind die Zombies. Dies ist also mit ihnen passiert. Ich hoffe, sie erinnern sich nicht daran, wenn sie aufwachen. Sarkophage. Versteckte geben mehr Erfahrungspunkte. Klar, die schnapp ich mir. Wir könnten, wir haben auch ein Upgrade zur Verfügung wieder. Wartet mal kurz. Ich guck mal, was wir so alles skillen können. Will ich einfach mal machen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier. Einen fünften Energieslot. Was gibt's denn noch so für Sachen? Die Kraft erhöht die Zeit, die du rückgängig machen kannst, wenn du die Kraft der Zeit benutzt. Gibt's auch wohl. Wartet mal kurz. Hier, Gewirbelwind. Er schafft einen Windschuss, der die Feinde zuschaut. Bei Aktivierung wird die Energieslots benutzt. Alles klar, warte mal. Ich mach mal Energieslot. Kann durchaus wichtig sein. So, wie viel habe ich jetzt? 55 XP für den nächsten Upgrade, alles klar? Ja, Änderung anwenden. So, was ist denn, wenn ich die töte? Kann ich die töten? Nee, okay. Wäre auch irgendwie hart, wenn wir die jetzt so umbringen würden. Aber ich frage mich halt trotzdem, wie ich hochkommen soll. Ach, hier. Hier muss ich hoch? Hey! Hoch! Okay, dann machen wir es anders. Ja, also da, diese Sarkophagen-Dinger, die geben extra EP. Okay, da muss ich einen Power-Angriff für dich führen. Okay, ich brauche jetzt nicht mehr also nicht mehr wenig oder so. Jetzt schnell runter. Hier lang. Los geht's. Springen. Spring um dein Leben. Boah, yo. Richtig flüssig sogar gesprungen. Kann mir direkt auf den Herz, auf die Schulter klopfen. Da bist du ja. Als die Kammer zusammenbrach. Geht es dir gut? Ja. Wir müssen die Kreaturen aus dem Siegel aufhalten. Die meisten ziehen zur Festung. Wenn ich die Tore schließe, können sie nicht ins ganze Land ausschwärmen. Anschließend muss ich sie irgendwie wieder einsperren. Ich weiß wie. Ich habe die Hälfte deines Medaillons. Fügen wir die Teile zusammen, sitzt die Armee wieder in der Falle. Woher weißt du das? Lange Geschichte, aber es könnte klappen. Diese Kreaturen verwandeln meine Männer zu Statuen. Ich glaube, die Medaillons beschützen uns. Gibst du deine Hälfte her, bist du in Gefahr.
Wenn wir die Stücke zusammenfügen, solltest du bei mir sein. Wir treffen uns am Tor. Sei vorsichtig. Ich habe das Abwehrsystem des Palasts aktiviert. Und überall sind Fallen. Ich weiß. Hä, was ist das denn? Na, wenn da Fallen sind. Ich glaube trotzdem, dass das irgendwie nicht so viel Sinn ergibt, was er sagt. So, da müsste jetzt irgendwas runterkommen. Aha. Das kennen wir doch. So, einmal rüberspringen. Hier drüben ist wohl auch was. Ich glaube, damit kann ich die Tür öffnen. Kann ich mir jetzt nicht anders erklären. Ah, nein. Damit kann ich die Tür öffnen. Los geht's. Das geht natürlich auf Zeit, Alter. Das ist, ich hasse es. Komm, spring, spring. Ey! Spring! Oh, hier war das knapp. Krass. Diese Vorrichtungen treiben das Abwehrsystem an. Sie sehen gefährlicher aus als die Fallen. Na gut. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier bei diesem krassen Zahn weg, das sieht geisteskrank aus hier, muss man einfach mal ehrlich mal sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge, haut rein. Ciao, ciao, ciao.